Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 22. Juni. Heute haben wir dabei eine ganze Menge Apple, YouTube und Google Maps. Beginnen tun wir mit Apple und da steht heute die WWDC an, die Worldwide Developer Conference. Und ja, die wird unserer Zeit nach um 19 Uhr starten. Und wie jedes Jahr kann man die natürlich online verfolgen. In diesem Jahr wird sie halt auch komplett online stattfinden. Corona sei Dank. Ja, und wo könnt ihr das machen? Zum Beispiel in der Apple TV Plus App. Das ist nämlich jetzt neu. Bislang, wenn man sie auf dem Apple TV geguckt hat, gab es eine extra App dafür. Jetzt taucht der Stream entsprechend in der Apple TV Plus App auf und ihr könnt die Konferenz dort verfolgen. Ja, was wird uns denn bei der Konferenz erwarten? Es gibt natürlich wieder im Vorfeld viele Gerüchte, aber natürlich wird es neue Versionen von macOS, iPadOS und iOS geben, sowie wahrscheinlich dann auch Varianten fürs Apple TV und die Apple Watch. Es ist halt eine Software-, eine Entwicklerkonferenz. Von daher sollte man eigentlich nicht Hardware erwarten, aber immer wieder wird Hardware trotzdem erwartet und auch teilweise wurde die ja auch da vorgestellt. Und aktuell redet man von einem neuen iMac im neuen Design, einer Umstellung der Prozessoren von Intel auf ARM. Und die aktuellsten Gerüchte sagen, gar keine Hardware. Also eventuell dann nur die Verkündigung von Intel zu ARM und Hardware wird dann auf den Herbst geschoben beispielsweise. Warten wir es ab, morgen sind wir schlauer und haben es natürlich auch hier im Daily drin. Nächstes Thema, YouTube. Die arbeiten an neuen Möglichkeiten für Werbetreibende. Und zwar sollen die jetzt ein digitales Schaufenster bekommen, dass, wenn das Ad vor dem oder mitten im YouTube-Video läuft, unten auch direkt Produkte bewirbt, die man dann kaufen kann. Eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit ist, ein Formular einzublenden, das während des Videos, das ganz normal weiterläuft nach der Werbung, immer noch unten eingeblendet ist und so können zum Beispiel Kundenkontakte generiert werden. Google hat das, also Google für YouTube logischerweise, hat das wohl mit Jeep getestet und hat da eine 13-fache Steigerung an ausgefüllten Daten rausgefunden, gleichzeitig 84% niedrige Kosten pro erreichten Kunden verzeichnet und das klingt erstmal ganz toll. Auf jeden Fall werden sich die Firmen da bestimmt freuen, wenn es da eine neue Möglichkeit gibt. Wir als Nutzer, wenn wir uns Videos angucken, schauen wir mal, ob uns das freut und oder ob es uns egal ist oder ob es uns gar nicht tangiert, weil wir beispielsweise YouTube-Videos auf dem Fernsehen. Gibt viele Möglichkeiten. Gehen wir aber noch einmal zurück zu Apple. Die haben ja ihre Apple Stores in Amerika wieder geöffnet in vielen Staaten. Das fing so vor einem Monat an, nachdem auch dort gelockert wurde. Und jetzt Rolle rückwärts. Es werden auch wieder Apple Stores geschlossen und zwar in 4 US-Staaten. Und davon betroffen sind 6 Läden in Arizona, 2 in Florida, 2 in North Carolina und einer in South Carolina. Ja, aufgrund der Covid-19-Situation dort vor Ort hat Apple das beschlossen, denn sie gucken ganz genau, was passiert da und was ist das Sicherste für die natürlich die Mitarbeiter, aber halt auch für die Kunden und dementsprechend wird da wieder geschlossen. Ich finde es sehr gut, dass sie da ein Auge drauf halten und auch sehr gut, dass nicht einfach pauschal gesagt wird, alle auf, alle zu, denn es gibt ja durchaus, gerade in so einem großen Land wie Amerika, sehr viele unterschiedliche Situationen und dementsprechend wird das dem gerecht. Letztes Thema für heute, Google Maps. Die arbeiten jetzt an einer Möglichkeit, dass man verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniert, wenn man eine Routenplanung macht. Das ist ganz toll, wie zum Beispiel, wenn man halt, sag ich mal, mit dem Auto zum Wrighton Park Parkplatz fährt, dann mit dem ÖPNV weiter und dann vielleicht am Ende sogar mit einem Fahrrad irgendwie, mit einem Leihrad weiter zum Job, wo man arbeitet. Das ist ja bislang nicht möglich. Also da soll wohl ganz vieles integriert werden, auch die bei uns eher weniger präsenten, aber in Amerika sehr präsenten Services wie Uber und Lyft und ähnliche, dass die alle kombiniert werden und dass man dann eine wirkliche rundum übergreifende Routenplanung machen kann und sich das nicht beispielsweise selber vielleicht zusammenstückeln muss. Finde ich eine gute Sache, freue ich mich sehr drauf, kann man bestimmt auch gut in Deutschland gebrauchen. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche.
Schaut euch die WWDC an, wenn es euch interessiert. Schaut sie nicht an, wenn es euch nicht interessiert. Und ansonsten habt ihr die Infos hier morgen im Daily. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.